Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Overlord. So. Ich denke mal, die heißen Geysire da hinten werden uns gleich ein bisschen helfen. Das werden wir ja sehen. So. Und einmal durch hier. Oh, er hängt fest. Er hängt fest. Oder muss ich den auf den Geysir direkt draufstellen? Halt! So. Ah, das hilft nicht so ganz. Ich habe aber noch eine andere Idee, die wir aber nicht durchführen können, weil hier hinten Wasser ist. Gut, dann probieren wir es nochmal anders. Ah, kein Mana mehr. Oh. So. Dann bleibt da aber immer ein Vogel. Na gut, müssen wir noch mal was anderes ausprobieren. So, komm. Ah, jetzt kommen weiter. Oh. So, greift mal an. Vielleicht schafft ihr das ja auch. Na komm, das schafft ihr. Und den anderen könnt ihr da hinten gleich mitnehmen. Jawohl. Na, so geht's auch. Ja gut, haben wir zwei verloren? Nee, ein. Okay. Das machen wir hier erstmal frei. Und das Problem, was wir jetzt haben, ist, wir haben nicht genug Schergen, um beides mitzunehmen. Heißt, wir werden natürlich erst das Nest nehmen und danach das Gold. Aber vielleicht finden wir ja unterwegs nochmal Schergennester, die wir dann extra dafür benutzen können. So, jetzt haben wir noch zwei übrig. Wollen wir noch mal schauen, wo der Weg zu Ende ist. Und wie weit wir eigentlich noch laufen hätten müssen. Ne, ich komme da nicht wirklich durch gerade. So. Ah, hier können wir uns noch mehr blaue nehmen. Okay. Das heißt, da hinten ist was aufgegangen. Aber wir holen uns natürlich erstmal noch das Gold. Das lassen wir hier noch nicht einfach so auf der Straße liegen. So. Das sieht so ein bisschen eklig an, als wenn jemand pinkeln geht. Gut. Dann bringt man das Gold runter. Hm.
Und dann gehen wir hier mal durch. Mal sehen, wo wir dann da rauskommen. Okay. An irgendeiner Höhlenstelle. Mit unserem Overlord-Banner sogar. Oh. Oh, hier sind aber auch recht viele von den blauen Viechern. Gehen wir erstmal außenrum so ein bisschen. Diese Vögel sind Granatengänse. Sie sehen zwar dämlich aus, sind aber absolut tödlich. Besonders, wenn man an ihre Eier will. Ja. Die sind wirklich ein bisschen böse. So. Aber mit 22 von denen kriegen wir einzelne relativ gut weg. Ich aber gerne weiter auf dem See. Ach, da hinten ist sogar noch was Großes. Ein großer Schatz. Ah, mal gucken. Ach, hier komme ich gar nicht durch, doch. So, dann kümmert euch mal drum. So. Oh, 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 oh. Oh, oh. Tötet mir doch jetzt nicht alle, ihr blöden Granatengänse. Oh, Entschuldigung. Okay. Aber solange sie auf die auf den Blauen rumhauen, ist es ja nicht so schlimm. Die können sich ja immer wieder beleben. Aber ist ein bisschen, ja, störend. Quasi. Oh. So. Einmal auflösen lassen. Gucken wir uns mal hier drüben ein bisschen um. Oh, hier ist nichts weiter Interessantes. Das Gold, das hole ich mir auf jeden Fall gleich ab. Aber wir haben halt hier noch ein paar mehr Gänse. Und ich denke mal, meine Schergen werden da jetzt einfach instant so durchlaufen wollen. Wäre nicht so cool. Aha. Na, das bringt uns ja jetzt nicht so viel. Ah, komm her. Dann kann ich die ganzen Schergen auf dich schicken. Ah, gut. Auf den nächsten. Mal sehen, ob das klappt. Das sind ein bisschen viele. Okay, ich muss hier mal zwischengehen. Weil irgendwie sterben hier gerade alle weg. Und das finde ich so toll. Ja, kommt, kümmert euch mal drum. Sind schon ein paar zu viele weggestorben, aber es sind jetzt auch nur noch zwei Granatengänse. So. Na okay, drei. Nächsten. Und die nächste Gans. Haben wir den See hier schön sauber gemacht. Und dann schnappen wir uns das Gold. Ah, kommt. Das kriegt ihr hin. Man hätte das bestimmt auch anders lösen können mit den Eiern und ich denke mal irgendwo mit roten. Jetzt ist die Frage, wo gehen die denn jetzt hin? Welche Richtung schlagen sie ein? Oh ja, einfach gerade zu hoch, okay.
Ach, hier kommen wir ja auch schon wieder zum Turm zurück. Ne, super. So, dann wollen wir noch mal gucken, wie viel Gold das denn insgesamt sein wird. Ja, ein bisschen was an Gold. Das schadet doch schon mal nicht. Dann gehen wir mal wieder zurück in den Turm. Weil ich möchte mir jetzt auch die Erklärung für die Blauen anhören. Aber auch wenn wir es jetzt kennen. Willkommen! Ja, und tschüss. So, gehen wir hier gleich mal rein runter. Und jetzt müssten wir ja alle Schergennester haben. Also es gibt noch eins, von dem ich nicht weiß. Die blauen Schergen scheinen die meiste Zeit geistig in einer anderen Sphäre zu schweben. Wenn ihre Gedanken dann aber doch in diese Welt zurückkehren, können sie heilen und magischen Kreaturen Schaden zufügen. Sie können im Kampf gefallene Schergen wiederbeleben, allerdings sind sie sehr verletzlich. Positioniert sie also sorgfältig. Okay. Ja gut, dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt immer einen schönen Mix mitnehmen. Also bis jetzt reicht es ja, wenn wir von jeder Sorte 5 mitnehmen. Willkommen! Ja, in die Arena und in die Schmiede wollen wir Fürst über die... Ja, Fürst über die Feuchten. Ja, geil. Fürst über die Feuchten. So, dann gucken wir uns jetzt aber nochmal ein bisschen weiter im Sumpf um. Hier sind wir ja noch gar nicht so weit fertig. Aber wir können ja jetzt mal uns 10 Stück von euch mal kurz mitnehmen. Und da hinten haben wir noch irgendwas, was 10 braucht, um wegzuschieben. Na gut. Schiebt hier mal das Ding weg. So muss das sein. Und oh, 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 oh. So, mitkommen, 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 mitkommen. Das war ja der übelste Hinterhalt. Ach, ihr verfolgt uns nicht weiter. Jetzt habe ich mir extra hier so viele Braune mitgenommen. Gut, dann machen wir es halt anders. Nehme ich mir hier nochmal alles in Blau mit. Dann bin ich ja mal gespannt, wie ihr gegen eine Armee Blaue reagiert, weil ihr da unten im Wasser rumeiert. Und ich hau euch auch gleich nochmal selbst ein von Latz. Okay, die Blauen halten überhaupt nichts aus. Wir haben gerade alle Schergen verloren. Ach, jetzt verfolgt ihr mich, oder was? So, Braune, macht sie mal alle hier. So, dann bleibt ihr mal kurz hier stehen. Ich hol sie mal. Na, wollt ihr nicht? Na doch, ihr wollt das sicherlich. Können wir ja noch ein paar rote holen. So. Ist doch viel angenehmer. Na komm. So, dann setze ich euch hier mal fest. Ah, schon besser. So, und dann kommt mal her, ihr stinkenden Untoten. Alles muss man hier selber machen. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Kriege noch einen Kick. Hey, ihr stinkenden Untoten. Hier bin ich. Na, du? Euch prügel ich ins Jenseits. Gut, mit euch kann ich jetzt aber nicht weiter viel anstellen. Das heißt, ihr müsst jetzt auch wieder zurück. Ist halt so ein bisschen Schergengetausche hier gerade.
So, und hier natürlich auch nochmal die Frucht, die roten. Nein, 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 nein. Ich wollte die anderen wieder herholen. Mensch. So, und jetzt die roten wegschicken. Tschüss. Gut. Dann die blauen rufen. Weil die brauchen wir ja jetzt wieder. Weil dann ist ja noch was zum Schieben. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht schon wieder gleich Untote oder irgendwas in der Richtung kommen. Weil ich könnte ja den Zauber nutzen. Also das wäre eigentlich nur ein zweiter Weg gewesen darunter. Na gut, egal. Dann gehen wir erstmal weiter. Weil hier hinten geht es ja auch irgendwo hin. Aber hier ist sonst nichts weiter. Ein bisschen Klimmelbimmel. Na kommt. Brauchen aber lange, um Kisten zu zerstören. Wenn man mal guckt, wie lange die da drauf einprügeln. Das ist schon erstaunlich, dass sie sie überhaupt kaputt kriegen. So, kommen wir hier hinten dann weiter? Nee. Aber wir können hier geradeaus weiterlaufen. Gehen wir halt mal ein bisschen planschen. Ist ja auch nicht so schlimm. So. Ja, hier kriegen wir jetzt nochmal blaue, aber ersichtlich ist mir das nicht. Na komm, ich helfe dir mal. Gut, dann muss ich jetzt aber erstmal gucken. Was wäre denn jetzt das nächste, was man machen könnte? Gelangt durch die Kanalisation durch Himmel, nach Himmelsspitze. Findet den Eingang in das Zwergenland. Sucht und zerstört Oberons Wurzelknoten. Tötet Oberon. Findet den Ausgangspunkt der Seuchen Himmelsspitze. Findet eine Möglichkeit, die Kontrolle über die Unterwelt des Hügellandes zu übernehmen. Dringt Triefe in die Unterwelt des Hügellandes ein. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier trotzdem jetzt erstmal weiter. Also wir haben ja jetzt die blauen gefunden. Wir haben jetzt eigentlich somit auch alle Möglichkeiten. Ich wüsste jetzt nicht, was jetzt noch fehlen dürfte. Und dann müssen wir mal schauen. So. Also gehen wir jetzt mal durch die Kanalisation, damit wir nach Hügelspitze kommen. Also kommt mit, meine Untersee-U-Boote. Wir gehen jetzt in die Kanalisation. Unter den Straßen. Die sind tot. So richtig tot. Die werden nicht wieder aufstehen und durch die Gegend torkeln. Das ist eine klare Sache, Herr. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier durch und sind jetzt hier, und da sind ganz viele Untote. Heißt, wir gehen hier auf die andere Seite. Aber mit dem Blauen können wir nicht wirklich was machen. Hier kriegen wir auch nur noch mal Blaue. Und dort würde ich
braune bekommt. Ah, ich verstehe schon, worauf es hinauslaufen wird. So, macht mal hier kaputt. Das heißt, wir müssen jetzt mal... bis auf alle, bis auf 12 schon mal wegschicken. Und hier jetzt den Sammelpunkt machen. So, geht sie mal retten. Ah, hat das geklappt? So. Weil anders klappt das ja nicht. So, noch einen. So. Jetzt sind wir wieder beim maximalen Auslass und dann dürft ihr alle mal zu mir kommen. Haben wir blau und braune. Aber wie kriegen wir jetzt die braunen dort drüben rüber? Gute Frage, nächste Frage. Und ich sehe schon, wie wir das machen müssen. Gut, wir müssen sie jetzt hier einmal abstellen. Obwohl. Erstmal alle wieder abnehmen. Denn die blauen müssen jetzt hier bleiben. Und die... Naja, eigentlich müsste ich jetzt nur hier rüber. So. Kommen sie jetzt alle freiwillig? Und dann macht sie alle. Ja, komm, 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 komm. Immer wieder beleben. Nicht aufhören. So. Ah, mit dem Blauen verlieren wir auch nicht so viele. Außer wir verlieren natürlich Blaue. Okay. Soweit, so gut. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal mit unserer kleinen Armee einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.